Ja, mein Lieben, gestern kam eine Frage aus der Community, sehr, sehr spannend und darauf möchte ich sofort eingehen. Es handelt sich um das Thema Ineffizienz der Märkte. Generell handeln wir an den Märkten immer mit der Hypothese der vollständigen Markteffizienz, was nichts anderes bedeutet als im aktuellen Preis, den wir hier sehen, stecken alle Informationen, die dem Markt zur Verfügung stehen. Das macht insofern Sinn, weil mit veränderten Informations- oder Datenlagen sich letztendlich auch Preise unterschiedlich bewegen. Jetzt haben wir gestern im Theorievideo festgestellt, dass Märkte miteinander korrelieren. Ja? Das heißt also, die bewegen sich sehr, sehr ähnlich oder bewegen sich komplett antikorrelativ, das heißt in gegensätzliche Richtungen. Beispielsweise, der US-Dollar bewegt sich antikorrelativ mit Gold. Gold bewegt sich in aller Regel, korrelativ mit dem US-30 beispielsweise. Was in aller Regel bedeutet, dass letztendlich bei fallenden US-30-Kursen du über Gold zurückschließen kannst, wie sich der US-Dollar bewegt. Bedeutet aber auch, dass du über die Bewegung des US-Dollars letztendlich zurückschließen kannst, wie sich der US-30 bewegt. Das haben wir gestern bei den Indizes, beim DAX, beim Dow Jones, wie auch im S&P 500, positive Werteentwicklung gesehen. Im Goldchart aber einen relativ starken Rücksetzer für eine eigentlich relativ saubere Aufwärtsstruktur. Und jetzt habe ich gestern in einer Instagram-Story erwähnt, aufpasst. Und da kam die Frage von einem Mitglied aus der Community vollkommen zurecht, was genau meinst du mit aufpassen? Und da möchte ich letztendlich die Theorie bzw. das Thema der Ineffizienz der Märkte gerne mit einbringen. Denn wir haben gesehen, dass die Indizes sehr stark performt haben gestern. Und wir können aufgrund von Beobachtungen, du kannst ja auch selber mal den Goldchart in den Vergleich mit, machen wir es wirklich mal mit dem US-30 setzen, mit dem CFD zum Dow Jones. Wir sehen, die bewegen sich in aller Regel bis auf wenige Ausnahmen relativ korrelativ. Ja? Sehr häufig, wenn es hoch geht, geht es hoch. Sehr häufig, wenn es runter geht, geht es runter. In beiden Märkten, die bewegen sich sehr, sehr ähnlich. Jetzt haben wir gestern gesehen, starke Bewegung nach oben und trotzdem ist Gold nach unten gefallen. Was war da los? Letztendlich hat jeder Markt immer für sich seine komplett eigene Dynamik und seine komplett eigene Entscheidungshoheit. Weswegen wir da aufpassen müssen, dass wir letztendlich zwar die Korrelation immer betrachten, aber selbst eine Korrelationskoeffizienz von 95% bedeutet, dass entsprechend 5% der Zeit sich die Märkte unterschiedlich bewegen. Und da können wir beispielsweise auch solche Elemente sehen, dass wir in den einen Märkten höhere Hochs sehen und deutliche Aufwärtsimpulse und in den anderen Märkten, in den korrelativen Märkten eben diese Abwärtsbewegung. Trotzdem, im Bigger Picture bewegen sie sich häufig sehr, sehr ähnlich. Was für uns bedeutet, selbst die größten Korrelationen weisen immer in einem kleinen Teil eine Ineffizienz auf. Was aber bedeutet, wenn in 5 Fällen von 100 sich die Märkte anders bewegen, können wir letztendlich rückschließen, dass zum Großteil mit statistischer Wahrscheinlichkeit, mit Evidenz letztendlich, sich zu den Folgetagen die Märkte wieder sehr, sehr ähnlich bewegen. Und das war letztendlich genau gestern und heute passiert, dass wir gesagt haben, die Indizes haben gestern gut performt und haben heute auch nochmal gut performt. Und Gold hat aber gestern schlecht performt. Und obwohl die beiden miteinander positiv korrelieren, war dann die Frage, welcher Markt kann sich wem anschmiegen oder anschließen. Und das ist etwas, was wir Ineffizienz nennen, wenn eben korrelierende Märkte sich unabhängig voneinander erstmal bewegen oder distanzieren, sodass sich diese Märkte dann letztendlich midterm wieder anschmiegen. Und das ist heute passiert. Du hast gesehen, Gold ist nach unten gesetzt, hat hier auf eine statisch sehr, sehr schöne Zone aufgesetzt und vor allem in eine Aufwärtsstruktur. Was wir im direkten Kontext bringen können mit, gestern waren die Indizes gut und komischerweise hat Gold abgegeben. Es kann immer Meldungen für Gold geben, es kann immer erhöhte Nachfrage geben. Das wird den Goldkurs natürlich in sich beeinflussen und nicht direkt die Korrelation. Aber trotzdem können wir sehen, wenn sich die Märkte überwiegend gleich bewegen, Trading ist ein statistisches Phänomen, dann können wir auch hier auf die Statistik bauen. Und so haben wir gesehen, die Indizes ziehen weiter nach oben. So auch Gold heute wurde wieder nach oben gezogen und die Ineffizienz wurde etwas ausgeglichen. Auf der anderen Seite sehen wir auch in anderen Märkten beispielsweise, wenn wir sehen, dass sich Märkte, die korrelieren beispielsweise, sehr stark nach oben bewegen. Es kann mal sein, dass sich der GBP JPY sehr stark nach oben bewegt. Und der Euro JPY oder wie wir es gesehen haben, der australische Dollar JPY, die korrelieren positiv miteinander. Ja? Dann sehen wir, wenn der eine super stark letztendlich performt und wir in eine Struktur sind oder Struktur gekommen sind, wo der GBP JPY weiter sehr stark unterwegs ist. Dann kannst du hier Kursrücksetzer vom Euro-JPY als potenzielle Long-Einstiege nutzen, genauso wie im australischen Dollar-JPY wieder als Long-Einstiege nutzen, weil diese eben in der gesamten Statistik miteinander positiv korrelieren. Was eben bedeutet,
wenn diese kleinen Unterschiede kommen, die können auch mal mehrere Tage dauern, die können auch mal nur einige kurze Rücksetzer sein, ist das die Ineffizienz der Märkte, die wir nutzen können. Ein ganz klassisches Beispiel ist im Dow Jones und im DAX. Der DAX und der Dow Jones, das sind eben zwei Indikatoren, zwei Indizes, die sich sehr, sehr stark ähneln. Wenn wir jetzt sehen, dass der eine Markt, okay, dass der eine Markt zum Beispiel stärker ist als der andere, in der Regel ist der US 30 der Scharftreiber, das heißt also der leitende Markt, dann wird er den schwächeren Markt mit hinzuziehen. Das heißt also, wenn wir sehen, dass beispielsweise der US 30 ungebrochen nach oben zieht und der DAX Rücksetzer hat, haben wir die Möglichkeit im DAX potenzielle Rücksetzer als Kaufmöglichkeit mitzunehmen, weil wir sehen, dieser Bereich hier hat die Ineffizienz dargestellt, denn der stärkere Markt hat quasi fast keinen oder nur einen minimalen Rücksetzer gemacht, wohingegen der DAX einen etwas größeren Rücksetzer gemacht hat. Es geht für den Dow Jones weiter nach oben und der zieht auch den DAX nach oben. Und genau so eine Geschichte haben wir immer und immer wieder bei den Indizes. Wenn wir sehen, der eine zieht nach unten und der andere noch nicht, können wir letztendlich rückschließen, können wir in dem einen das als Kaufmöglichkeit nutzen oder im anderen dann potenziell dieses Retracement oder diese Rücksetzung traden. Letztendlich gilt, die amerikanischen Märkte, der S&P 500, der Dow Jones, das sind eben die starken Märkte und der DAX ist eher so der kleine Bruder, die kleine Schwester, die mitziehen. Wenn wir sehen, dass der S&P 500, wie zum Beispiel jetzt hier vom All-Time-High abverkauft wurde, kann das bedeuten, dass wir jetzt einen neuen Impuls nach unten erhalten, weil eben an All-Time-Highs sehr häufig Gewinnmitnahmen erfolgen. Was bedeuten könnte, dass es für den US 30 auch langsam nach unten gehen kann. Heute haben wir eine positive Entwicklung im US 30, aber eine negative Entwicklung im S&P 500. Was für uns bedeutet, wenn der S&P 500 morgen schwach bleibt, der S&P 500 ist der stärkere Markt, wird der US 30 wahrscheinlich mit nach unten ziehen und der DAX eben auch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.